In diesem Video geht es um den Binärcode. Der Binärcode ist bekannt als die Maschinensprache und besteht nur aus Einsen und Nullen. So, ich habe, um es besser zu verstehen, mal eine Tabelle ausgedruckt. Einmal die großen Buchstaben, einmal die kleinen Buchstaben und einmal Zahlen von 0 bis 26. Ich denke mir, das würde erstmal reichen, um es besser zu verstehen. Der Algorithmus, dieses immer wiederkehrende Muster, ist eigentlich ersichtlich und ich möchte jetzt einfach nur mal erklären, wie ich mir das am besten merken kann. Vielleicht hilft es auch euch. Fangen wir mal an. Also bei den großen Buchstaben fällt auf jeden Fall auf, die ersten drei Buchstaben ganz vorne sind 010, während sie bei den kleinen Buchstaben 011 sind. Ansonsten verändert sich nur der hintere Bereich. Das ist sowohl bei den großen Buchstaben, bei den kleinen Buchstaben, wie auch bei den Zahlen gleich. Es fängt bei der 1 an und geht dann allmantau weiter. Also 1. Als nächstes muss natürlich wieder Platz geschafft werden, so merke ich mir das, für eine weitere 1. Also schiebt sich die 1 einen Schritt nach vorne. Somit haben wir bei der nächsten Stelle, bei B, schon die 10 hinten. Jetzt haben wir durch die 0 wieder Platz für eine neue 1, also ist auch für C am Ende die 11. Jetzt haben wir wieder gar keinen Platz für eine weitere 1, also müssen wir wieder die vorderste 1 wieder eine Stelle nach vorn verschieben. Und somit wird dann wieder Platz sein für zwei weitere Einsen, also die 100. Die nächste Zahl wäre dann 101, das wäre dann E. Und da die 1 nur hier vorne wieder eingeführt werden kann, muss sich diese 1 jetzt auch wieder einen Schritt nach vorne bewegen. Also haben wir als nächstes die 110. Jetzt haben wir wieder Platz für die 1 und die wird dann auch wieder eingeführt mit der 111. Jetzt haben wir wieder alles voll mit einer 1, also muss sich wieder die vordere 1 wieder einen Schritt nach vorne verschieben. Somit haben wir jetzt die 1000. Und so geht das immer und immer und immer weiter. Als ob das jetzt nur die großen Buchstaben sind oder die kleinen Buchstaben oder ob ihr jetzt nur die Zahlen nehmt, das ist ganz egal. So, und wenn ihr jetzt damit irgendwas schreiben wollt oder irgendwelche Nummern damit notieren wollt, dann müsst ihr die Codes immer nur in Reihe schreiben. Und das war's dann auch schon mit dem Binärcode.